In dieser Übung erkennen wir sofort die Ableitung von einem Produkt, das heißt F mal G Prim. Dazu wenden wir die korrekte Formel an. Vorsicht, F mal G Prim, das ist nicht F Prim mal G Prim, sondern F Prim mal G plus F mal G Prim. Diese Formel wenden wir hier an. F mal G Prim, das ergibt F Prim mal G plus F mal G Prim. Jetzt bleibt noch diese Ableitung zu berechnen, sowie auch diese. Das hier, das ist ein F hoch M Prim. Diese Ableitung aber auch, das ist auch ein F hoch M Prim. Also für beide Ableitungen wenden wir diese Formel an, aber korrekt. Wir vergessen nicht das mal F Prim hinten dran. Das ist ein häufiger Fehler. Don't forget mal F Prim. Also hier F hoch M Prim, das ergibt M mal F hoch M minus 1, 3 minus 1 macht 2, mal F Prim, mal F Prim. Das wird alles abgeschrieben, ist gemacht worden. Und jetzt rechnen wir noch F hoch M Prim, wieder durch diese Formel. Das ergibt M mal F hoch M minus 1, 2 minus 1 macht 1, mal F Prim. Diese Ableitung hier ergibt 2 und diese Ableitung ergibt 4. So stoßen wir auf diese Rechnung, die kein Prim mehr enthält. Also versuchen wir so schnell wie möglich zu faktorisieren. Im ersten Term dieser Summe sehen wir den Faktor 2, im zweiten aber auch. Den können wir also ausklammern. Im ersten Term sehen wir den Faktor 2x minus 1 im Quadrat, der auch hier in diesem Würfel versteckt ist. Den können wir also auch ausklammern. Und im zweiten Term sehen wir die Klammer 4x plus 5, die aber auch hier versteckt ist. Somit können wir die auch noch ausklammern. Insgesamt können wir also 2 mal 2x minus 1 im Quadrat mal 4x plus 5 ausklammern. Und zwischen Klammern bleibt dann zuerst diese 3, da steht sie, mal einer der beiden Faktoren 4x plus 5, alles andere ist draußen, und dann plus diese 4 mal der letzte Faktor 2x minus 1, denn 2 davon sind ja schon draußen. Dann bleibt einer drin. Hier zwischen Klammern, das ergibt jetzt so. Und 12x plus 8x macht 20x. 15 minus 4 macht 11. Also bleibt diese Antwort. Und fertig.